Hallo A-Forbes, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco. Und ich bin der Micha. Der Micha hat gerade einen Comic entdeckt, den er Kein Comic, möchte. Das ist eine neue Anleitung, muss mir gleich mal zu kommen. Also Sembo hat eine neue Serie rausgebracht mit, das ist eine davon, das nennt sich... Techni-Jaue. Ja. Okay. Schick. Techni. Und wir haben hier so Comicfiguren dabei und diese Comicfiguren hast du auch in der Anleitung vorne gefunden. Die erklären uns hier scheinbar was. Das muss ich gleich mal, da muss ich mein Chinesisch mal anwenden und dann geht's los. Ja, fantastisch. Dann lies mal vor. Also, diese neue Serie und dazu gibt's auch einen, ja, also ist alles neu. Die Anleitungen sind bei Sembo ein bisschen neu gemacht. Und das geht hier von los, habe ich gerade eben nochmal gesehen, mit so interessanten Sachen. Da kriegst du gesagt, hier nicht rumwerfen, nicht um die Teile streiten und bitte erst die erste Tüte nehmen und dann klebst du was auf, wenn du das möchtest. Das möchten wir aber nicht. Und die Anleitung bitte richtig rumhalten. Also ganz wichtige Tipps. Ja. Und am Ende wird gelobt und alles ist toll. Prima. Und dann haben wir hier, das ist auch neues Design, die haben die Seiten jetzt alle unten hier mit diesem Bogen, keine Ahnung. Ansonsten hat sich da nichts geändert. Rot ist das, was ihr baut. Und farblich bleibt das noch da, was ihr schon gebaut habt. Bauabschnittstüten, das lassen wir weg. Und das haben wir ja auch noch, falls ihr das nachrüsten möchtet. Das ist ohne Motorisierung, kann aber motorisiert werden und mit dem Smartphone bedient werden. In der Hinsicht ist der Karton wieder herrlich uneindeutig. Hier vorne steht RC, hier steht RC und App Control und da steht To be purchased separately. Also diese Motoren hier, mit den Motoren kann man das Ganze motorisieren. Wenn ihr solche Motoren daheim habt, könnt ihr das natürlich auch tun. Und ihr bekommt das in der Anleitung auch nochmal beschrieben, dass, wenn ihr das tun möchtet, dann die Dummies, die ihr vorher baut, wieder raus und Motor rein. Oder erst gar nicht die Dummies bauen und gleich den Motor einbauen an der Stelle. Das heißt, das Set hat an gewissen Stellen Motoren-Dummies. Ich vermute beispielsweise, hier ist einer. Denn wenn man sieht, hier schön die beiden Hinterachsen, die sind ja hier mit Differentialen und so miteinander verbunden. Die werden wahrscheinlich von einem Motor, der dann hier eingebaut wird, angetrieben. Zwei angetriebene Hinterräder und vorne haben wir eine Lenkung, die auch lenkt. Die auch ein lenkendes Lenkrad hat. Was sagst du eigentlich zu dem abgefahrenen Ding mit drei Achsen? Also in irgendeinem Sport? Also ich meine, sieht ja aus wie so ein Supersportwagen, vielleicht ein Italiener oder so, aber drei Achsen ist halt schon ein bisschen irre. Das ist halt. Warum denn Italiener? Hast du mit dem Sprache oder italienisch Sprache oder was? Ja, von der Form her. Keine Ahnung. Ach, als ob nur die Italiener sowas machen. Also bei den Stickern ist auch irgend so eine Italiener-Flagge dabei, glaube ich. Hab ich gesehen. So eine Italien-Flagge irgendwo. Du hast recht. Siehst du? Spoiler. Er hat recht. Und deswegen habe ich mir das hergeleitet, dass das ein Italiener sein könnte. Ja, aber das Nummernschild ist ein deutsches. Ja, dann, ja. Aber auch kein normales deutsches. Ja, aber es ist ein deutsches Nummernschild. Also es ist ein deutsches Nummernschild. Aus Asien. Aus Asien, ja. Kann man, ja. Okay. Gucken wir uns lieber das Set an. Also wie war denn das Bauen? Das ist entspannt, das ist ein Technikset, was man auch, wenn man noch nicht so viel gebaut hat, ohne Probleme wohl bauen kann. Bling, bling, also das sieht mir sehr, so verchromt oder halt zumindest mit was Ähnlichem beschichtet aus, wirklich sehr Hochglanz. Das hier ist so Metallic Silver quasi auch, glänzender als Flat Silver. Das hier ist das gleiche in Gold. Hier vorne hast du noch ein bisschen Glow in the Dark. Ja, wir haben hier noch Metallic Silver Teile für die Außenspiegel, auch nicht schlecht. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich Leim mag? Ja, bei dem Set geht man auch definitiv auf den Leim. Also da ist viel, viel Leim, viel dieses Giftgrün dabei. Steht dem Set aber ganz gut. Wir haben mitdrehende Bremsbacken. Das ist natürlich nicht korrekt, aber ist halt bei diesen... Ist das nicht immer so? Spezialteilen. Nee, es gibt auch Autos. Ja. Ja, bei denen ist das so simuliert, dass sie sich nicht mitdrehen. Bei dem alten roten Sembo von mir war es auch so. Richtig? Also letzte Zeit, wenn wir ein Video gedreht haben, mit so Bremssattel... Es gibt auch welche, die sich nicht mitdrehen. Ja.
Okay. Weil da muss das Auto halt groß genug sein. So, was haben wir noch? Die Türen vorne? Kannst du öffnen. Die Türen kann man öffnen. Nach oben, bitte. Na gut. War zu erwarten. Ja, sehr schick. Das ist schöne Sitze auch. Das ist so eine, ja, das ist keine Ahnung, wie viel Technik, die gehen auch hier. Also ich meine, ob das. Ja, das ist. Meinst du, nee, das ist nur bautechnisch das so? Das ist nur bautechnisch so. Ja, aber die Sitze sind schön. Du kennst dich also mit den Sportwagen aus? Nee. Also ich meine, ich habe die eine oder andere Folge The Grand Tour gesehen und die Sportwagen, die sie da fahren, die machen sowas nicht mit ihren Türen. Auch heutzutage, du. Ich meine, das ist ja kein Auto, was es so gibt. Ja, das ist irgendwie custom. Fantasie. Man nehme sich einen viele hunderttausend Euro teuren Supersportwagen und baue noch eine Achse dran. Lasse in so einem Custom Shop noch eine Achse dran bauen. Das ist halt, da muss man exzentrisch und superreich sein. Ja. Ups. So, hier vorne. Die dritte Achse wird der Performance des Autos wahrscheinlich auch nicht unbedingt gut tun. Und aber wenn man auf einem sehr hohen Niveau startet, ist das wahrscheinlich okay. Keine Ahnung, was du gerade erzählst. Ja, ja. So, hier hinten eine schöne Heckpartie mit einem Diffuser. Das ist aber hier. Ja, auch solche Metallic Silver Teile. Ja, aber das ist ja was so nicht kennst. Nee, das kenne ich nicht. Das ist ja ein Spezialteil. Ne? Ja, das kenne ich nicht. Vielleicht gibt es das in Dänemark auch, aber dann kenne ich es halt nicht. Ich bin nicht so der Automodell. Also Auto-Klemmbaustein-Set-Käufer. Deswegen habe ich da zu Hause nicht so viel von. So, dann bauen wir das jetzt wieder da hinten dran. Wenn ich es denn sehe. So, ich baue es wieder hinten dran. Warte. Ja, ja. So. Soll ich schon mal die Setcard rausholen, wenn du zusammen baust? Das ist doch eine Idee. Das ist eine Idee. Wir haben den Supersportwagen in grün, den dritten oder vierten mit diesem Namen, von Sembo in dem Fall. Die Setnummer 701001. 1.475 Teile für 69,95 Euro. Motorisierbar, aber die Motoren sind nicht enthalten. 38,5 cm lang, 17 cm breit, 8,5 cm hoch. Und du sagtest, guter Durchschnitt im Bau. Vorhin hast du entspannt gesagt, entspannter Durchschnitt. Wann habe ich entspannt gesagt? Du hast vorhin im Redefluss gesagt, das ist entspannt zu bauen. Wirst dich noch entscheiden müssen. Das ist so dazwischen. Aber du hast noch zwei oder drei tolle weitere Sets dabei. Die neue Sembo-Serie besteht aus, also zumindest mal haben wir vier, ich weiß nicht, ob du mehr bestellt hast, du bist der Besteller, vier verschiedene, die alle nach demselben Prinzip, neues Design, neuer Name, ohne Motorisierung, kann motorisiert werden. Der ist rot. Der ist rot. Und hat 1.374 Teile. Jawohl. Und dann gibt es noch sowas in Blau. Mit 1.555 Teile. Auch der kann, wenn er möchte, motorisiert. Auch der hat drei Achsen. Der hat drei Achsen auch, jawohl. Das ist schon. Also was die sich einfallen lassen, Jürgen. Also der sieht, also ja, interessant aus mit drei Achsen. Und das ist abgefahren. Was ist das? Abgefahren ist es. Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht ist es auch ein Auto. So, das sieht mir aus wie so ein futuristisches Konzept. Die Heckpartie ist ja auch abgefahren. Eieiei. Klasse. 1095 Teilen. Sieht cool aus. Also die Felgen schon. Super. Auch upgradebar mit Motoren. Motoren nicht enthalten. Also ich bin mal gespannt, wenn ihr zu Hause das eine oder andere aus der Serie gebaut habt, was ihr da davon haltet, dass Sembo da was Neues gemacht hat. Ich finde hier die Farbkombination aus dem Blau und dem Dark Pink, muss ich sagen, auch gar nicht so schlecht. Ich finde, das hat was, das sieht gut aus. Orange und Blau fällt mir besser. Orange und Blau ist auch gut. Ja, klar. Schick auf jeden Fall. Gib mir den nochmal, den hätte ich gerne nochmal. Neue Sembo-Serie und... Ich will einfach nur nochmal wegen der Farbe. Du willst nur nochmal wegen der Farbe, wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, was war das für ein Hersteller? Das ist Smoking. So, den zeige ich euch nochmal. Die Farbkombination ist für mich nochmal ein Ticken aufregender als das da. Ja. Aber egal, ich wollte einfach nochmal das Modell. Sind auch Komplementärfarben. Ist ein sehr schickes Modell von Smoking. Das ist motorisiert. Und das ist schnell und das kann und das... Bestimmt. Okay. So, Marco?
Ich würde sagen, haben wir alles? Wir sind fertig. Jawohl. Gut. Noppensteine kann man nie genug haben. Und beim nächsten Mal gibt es mehr. Viel Spaß beim Bauen. Und was müssen wir noch sagen? Dankeschön fürs heute Zuschauen. War aus dem Noppenstein-Studio. Jawohl. Ach so. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Das sieht ja schon abgefahren aus mit diesen drei Achsen, ne? Ja, wenn ich mir auf so eine Idee kommen kann. Also gut, die machen sowieso komische Ideen, weil das Ding ist ja. Also das Ding ist. Ja, erinnert mich an so aus so einem Cyberpunk-Film irgendwie, aus so einer so Near Future. So Cyberpunk, das mit Pink. Du meinst Cyberpink? Ah, oder? Ja, meine ich offensichtlich. Ah, gut. Ich wollte es nur feststellen. Maßstab 1 zu 14, haben wir das erwähnt? Nee. Gut. Ich glaube, das haben sie alle. Dann sage ich jetzt nochmal, vielleicht ist der eine oder andere noch online. Auch hier steht 1 zu 14. Ja, es sind alle 1 zu 14. Dann habe ich alles richtig gemacht. Fantastisch. Gut.